excuse me, do I have a moment to talk about Jesus Christ? Ich glaube sowieso, dass Satan ein Zeuge Jehovas ist. Sir. Flappy Goat! Oh ja, wohl! Flappy Goat! Ich kann das spielen! Nice! Oh Gott, wie geht denn das? Ich glaube, du musst die ganze Zeit R drücken. Kann sein, ja. Tatsächlich! Ich krieg mich nicht mehr! Oh Mann, weißt du, ich bin einer der Menschen, der noch nie Flappy Bird gespielt hat. Nur mal so, also ich bin fett schlecht in dem Shit. Ja, ich auch, aber trotzdem. Oh, eins! Fuck it! Ah, ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Oh, sogar zwei! Ah! Egal, ich okay, ich geb auf, ich geb auf! Dieser Schrei von der Ziege! Da hinten, hinter dem Sofa waren wir noch. Waren wir doch nicht. Tatsächlich. Guck mal, was für ein schöner grüner Sessel. Das ist eine weitere Ziegenstatue, okay. Genau. Jawoll. Shit. Hier wollte ich nicht mal Randale machen. Fast schon. Oh Gott, was ist hier drin? Fernseher. Oh. Ich glaube, ich gehe aus dem Fenster. Ich kann nicht mehr. Warte mal. Jawoll. Das ist wie so ein richtiger Actionfilm. Warte. Independence Goat. Oder. Das sind noch geile Titel. Die Mission im Goatable. Die Ziege! Ja. Oh mein Gott. Jetzt bräuchte man irgend so einen Pornotitel, der mit Ziegen zu tun hat. Ja, total. Boah. Gut, wo waren wir denn dort nicht? Warst du schon bei der Tanke? Tanke, ja, die habe ich glaube ich letztes Mal in die Luft gejagt, aber das kann ich nochmal machen, weil das immer lustig ist. Ich habe eh gerade so einen hohen Score. Was? Wieso ging das nicht? Oh, jetzt! Michael Bay! Ja, total der geile Shit. Und jetzt hau ich noch den Supermarkt von der Tanke klein. Das ist auch immer gut. Oh, Zigaretten, weg damit. Weißt du, aber unser Real Talk. Oh, gib dir das, wie ich draufhau. Hau rein. Oder drauf. Oder drunter. Ja, genau. Das ist heftig. Okay. Also mehr kann man mit dem Ding nicht machen, oder wie? Doch. Warte mal. Ich hab ganz vergessen, meine Yoshi-Bomben zu machen. So. Schnell weg hier. Und... Shit, wie die alle schreien. Wie lächerlich. Voll gruselig. Ja, nee, also... Wie gesagt, du kannst halt skaten. Du kannst satanisch Ziegen heraufbeschwören. Du kannst Sachen lutschen und dann Bomben auskacken. Du kannst von hohen Gebäuden runterspringen und lustige Figuren machen. Du kannst Saltos machen, du kannst mähen. Ich würde sagen, das sind ziemlich viele. Oh, und du kannst deine Ragdoll natürlich die Straße hoch und runter flatschen lassen. Versuch. Das funktioniert. Ich mag oh nein! Züge. Flippin. Ich mag Züge. Oh Gott, was gibt's hier noch? Da links. Genau, hier waren wir noch nicht. Da meinte ich jetzt eigentlich nicht. Whee! Hey, hier kann man ja. Guck mal. Rein. Ja, guck mal. Was haben wir hier? Fucking Camper! Ja. Das sind alles Drogis, die zugucken, wie der andere Penner hier rumdriftet. Mal Headbutton. Oh, hey. Hey, ich bin Satanziege. Bleib gefälligst stehen. Verdammt! Ich sagte, ich bin Satanziege. Lass die Ziegen regnen! Spüre meine Macht! Oh shit, das klappt nicht. Hier liegen halt nur überall tote Ziegen, Mann. Flippen. Okay, warte mal. Flappy-Goat. Kann ich was anderes machen. Erstmal die Bastarde hier, was? Ich meine, das ist gefährlich, ja? Die müssen lernen, dass sowas nicht geht. Einfach hier so offroad, so driften. Was hier alles passieren könnte, ne? Vielleicht greift dich plötzlich eine Ziege an. völlig unverantwortlich. Komm, oh ja, ich hab's geschafft. Jetzt mit meiner Zunge dran.
Jawoll! Whee! Leg einfach eine Yoshi-Bombe dahin. Das ist eine gute Idee. Warte mal. Ziege lecken. Und. Das wäre Yoshi-Bombe. Das wäre echt. Aber es klappt nicht, weil der nicht so schnell wieder zurückkommt. Das ist einfach im richtigen Moment. Aber warte, ich könnte. Ja, vielleicht. Ah, verdammt. Knapp. What the fuck? Ich hab sie angezündet. Wie? Oh Gott. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, wann der richtige Moment ist, um ehrlich zu sein. Ich bin ein bisschen überfordert in der Hinsicht. Egal, dann lauf mal weiter. Okay, sag mal, hier bei dem Baum war ich auch, glaube ich, erst einmal. Aber ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Was ist das hier eigentlich? Das sind nur Blumen. Okay. Den Baum kann ich nicht headbutten. Puh. Aber ich bin mir sicher, dass die Welt noch Sachen offen hat. Ach, glaube ich auch. Hier war ich noch nie. Nichts weiter als schöne Blumen. So wunderschön. Was ist das denn? Okay, das ist wieder die Straße. Wow, knapp. Ah, oh shit, ich habe ein Objekt noch keine 500 Meter weit weggekickt. Jetzt sehe ich gerade links. Skillshot. Ja. Warte, da war was. Geh nochmal zurück. Da war was? Da hochlaufen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Mal Ziegen-Style. Did it. Felsen hochhüpfen. Did it. Oh ne, hier hört einfach nur die Karte, obwohl. Okay. So, und wo war jetzt was? Hier hört die Karte auf. Ach, war nur eine optische Täuschung. Du mit deiner optischen Täuschung, geh mal zum Optiker, du. So, guck mal hier. Ein Loch. Nix. Plötzlich habe ich krasse Gartengeräusche. Piep, piep, fu, fu, Vögel. Also das nenne ich nicht Gartengeräusche. Ja, keine Ahnung. Ich eigentlich schon. Warte, da oben waren wir noch nicht, oder? Glaube ich auch. Ich versuche da gerade hochzukommen, aber die Karte beschränkt. How to Skyrim. Ja, das ist... Leider ist es tatsächlich kein Skyrim. Ich meine, der Helm passt und ansonsten, aber Klippen hochgehen klappt noch nicht so ganz. Rim Goat. Wow, cool, guck mal. Aber wahrscheinlich irgendwie wieder was Satanisches. Glaube ich auch. Ja, leck mich fett! Supernatural! Alter! Oh, Opfer für den Satan! Meine Fresse. Allerdings glaube ich nicht, dass man hier sonst irgendwas machen kann, großartig. Spinne! Oh, was ist das? Was habe ich gemacht? Das ist dunkle Materie. What the fuck? Wow! Wow, ich habe noch mehr satanische Kräfte bekommen. Blood for the blood god. A sacrifice for a greater purpose. Was hast du gelesen? Ich hab's nicht gesehen. Klick mal A. A? Okay, jetzt bin ich gespannt. A passiert nichts. A ist nur... Da steht irgendwann von Sacrifice A. Irgendwas. Okay, warte. A ist halt bei mir seitwärts gehen, ne? Oh yeah. Da, was ist das für eine Materie? Du, keine Ahnung. Ich bin schon langsam echt überfordert hier. Du bist noch mehr also ich bin so... Wow! Ich hab nichts gemacht, das bewegt sich von alleine. Was denn? Geister! Weiß ich wollte eigentlich das Barbecue crashen, weil ich jetzt totaler Satan bin, aber okay. Ja, crashen wir mal das Barbecue. Party Crasher! Scheiße, was geht hier da? Oh shit, ich hab eine Rakete genommen! Oh fuck! Ich hab mich ausgeglitscht. Ich glaube, ich muss erstmal respawnen hier, das ist ja krank. Ja, leck mich! Okay, ich weiß, was diese Fähigkeit ist. Also ich ziehe also alles, woran ich nahe an vor mir rangehe. Aber das ist ja so ekelhaft, Alter. Wo bin ich überhaupt? Ah, warte, du musst R drücken. Muss ich das? Ja. Yep. Oh, Mann. Ich hab noch nie so einen langen Flug gehabt. Du musst R drücken. Ehrlich. R. Ja, aber R ist nur dieses typische. Da kommen nur die Ziegen runter. Ach so. Okay. Ach so, nee, wenn ich ein zweites Mal R drücke. Du hast recht. Ja. Alter, dieses Spiel. Während ich diese R-Fähigkeit... Genau.
Ding. Während ich diese R-Fähigkeit aktiviert habe, fliege ich besonders krass. Wenn ich irgendwo hinknalle. Wer kommt auf sowas? Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, es ist nochmal ein fucking Bastard. Ich glaube, es ist nochmal ein Besuch in der Gravity Facility wert, wenn ich diese Fähigkeiten jetzt habe, diese neuen. Meinst du dich auch? Klar. Mann, wie geil. Erstmal da hoch. Das war letztes Mal mein Weg. Ich weiß leider noch keinen besseren als den. Benutzt deine R-Fähigkeit. Aber der funktioniert auch nicht. Ja, genau. Später vielleicht. Boah, warum ist es dieses Mal so schwer, hier hochzukommen? Platziere eine Bombe? Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Ich habe jetzt erstmal R gemacht, aber... Shit, siehst du einen anderen Eingang? Siehst du einen anderen Eingang? Ich sehe genauso viel wie du, weil du Bildschirmübertragung machst. Ja, ich weiß schon, aber kann ja sein, dass ich blind bin mal wieder. Nee. Passiert immer mal wieder für so eine Minute oder so. Okay, ich kann da aus... Also ich wüsste, wie ich sonst hoch könnte, aber ich habe jetzt keine Lust, das Jetpack zu holen. Lauf doch einfach, warte mal, lauf doch einfach auf den Trümmerteilen von der Tankstelle aufs Dach und geh dann rüber. Weißt du, das geht? Ah, die sind ausgeglitscht. Dann leider sind die ausgeglitscht. Schau mal, ob es irgendwo einen anderen Weg aufs Dach gibt. Oh, guck mal, ein Tor. Links? Lass mal Fußball spielen. Oh Gott. Mit einem Basketball. Ah, shit! Sergio Ramos strikes again! Oh, Mann. Oh, der geht noch. Nee. Da geht nichts mehr. Ah, shit, das ist ein Tor. Wie geil. Fuck the police! Hammergeil. Ich glaube, die Frage, wie kommt man da rein, kann ich mir jetzt ersparen. Ja, genau. Oh Mann, nochmal ein Auto zum Explodieren bringen. Warum ist hier überhaupt ein Auto drin? Hast du hier irgendwo einen Autoeingang gesehen? Lauf einfach ein bisschen rum. Was? Oh. Warum ist hier eine verfickte Halfpipe? Eine Halfpipe. Können wir genauso machen wie vorher. Yay! Woo! Jetzt mal wieder Satans Kräfte. What the fuck? Ich habe Satans Kräfte aktiviert in der Facility. Reach the source! Oh, ich fass es nicht. Wie bin ich hier überhaupt rausgekommen? Kann ich das irgendwie lenken? Lande auf dem Dach. Du, warte, da hinten war noch was. Ich hab noch was gesehen aus der Luft. Ich kann den Shit nicht lenken. Oh shit! Wo bin ich denn jetzt? Unter der Map. Oh shit! Alter, ich hab noch was gesehen. Oh, ja, nee, ich kann nicht mehr lenken, also muss ich wohl leider respawnen. Oh shit, ich hab meine satanischen Kräfte verloren. Wie gemein. Fuck. Okay, das ist fies. Lauf links. Übers Feld. Ja. Oh, warte, habe ich den Highscore schon geknackt? Geh nach rechts. Ja, leck. Ja, ich, die habe ich gar nicht gemerkt. Aufs Feld? Ja, da oben. Immer weiter in die Richtung. Okay. Aber es sieht so aus, als ob da nichts wäre. Doch, ich habe aus der Luft was gesehen. Bis auf der Tisch. Ich habe aus der Luft was gesehen. Naja, hier ist halt ein Zaun und da kann man nicht durch. Das ist der Rand der Welt. Ja, lauf mal da. Ah, die Statue. Oh, cool. Nein, ich habe eigentlich nur das Ding runtergesehen. Die Statue habe ich natürlich nicht gesehen. Und... Auf geht's. Woo! Wo bin ich jetzt gelandet? The Wonder of Science. Jump on Fan. Oh, cool. Ui. Das ist... Ja, shit. Wie hoch komme ich denn da? Ja, leck mich. Warte. Komme ich da wieder raus überhaupt? Das sieht nicht gut aus. ja, doch. Ich habe es geschafft. Cool. Dann lauf nur ein bisschen am Zaun entlang. Links. Dann finden wir vielleicht noch was. Oh, da oben. Hier ist was. Alter. Ach, der Zementmischer. Okay, an dem war ich schon mal. Das war, als ich mit Dario ausgeglitscht bin. Ich krieg mich nicht mehr. Lass mal erst wieder Ziegen regnen. Ach ja, stimmt, ich habe ja keine Kräfte mehr. Wie schade. Naja, gut, links, also der Zementmischer kann nix. Ja, egal. Was? Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen ungefähr alles gefunden, oder? Das glaubt man immer, aber dann findet man doch noch irgendwo ein satanisches Ritual, was man doch nicht abgeschlossen hat. Nee, ich hab gerade gegoogelt. Okay.
Naja, gut. Aber ich freue mich trotzdem noch auf eine weitere Runde. Wahrscheinlich werde ich dann wieder, wieder jemanden einladen. Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Ja, gerne. Es war absolut klasse. Und ich wette, da in dieses Haus kann man auch noch rein. Das werde ich dann beim nächsten Mal besichtigen. Okay. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Servus. Haut rein. Mit Sicherheit nicht. Was? Al Gore? Hey, over here. Okay. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. Ja, nee. You know, Al Gore. I'm super important.